Nicole, wir sind hier bei der Einkleidung, traditionell jedes Jahr vor der Saison beim Ausrüster Adidas. Ja, wir sehen neben dir den Anzug, den neuen. Wie gefällt er dir insgesamt? Ja, also man freut sich immer wieder alle 2 Jahre, dass wieder neues Design kommt, neue Farben, ein bisschen neue Schnitte, neues Material. Ja, schauen wir mal. Also ich freue mich jetzt schon mal, dass es so, ja, wie gesagt, also so materialmäßig finde ich, müssen wir jetzt mal schauen. Also ich glaube, da macht er mir einen ganz guten Eindruck und ja, jetzt so farbenmäßig gesehen, schauen wir mal, wie es ankommt im Fernsehen. Hast du einige technische Details an der neuen Ausrüstung ausgemacht, die da besonders liegen, wo du sagst, jawohl, da ist er auf uns eingegangen, auf uns Athleten? Ja, also sie haben versucht, uns auch einen Einteiler zu machen ohne die Stripes. Und klar, also die fragen natürlich schon immer so ein bisschen bei jedem nach und für jeden dann einen dünneren Anzug und dickeren auf kältere Tage. Und nee, also es läuft wirklich super und auch vielen Dank an Adidas, dass sie da schauen schon immer, dass es für uns passt und doch ist echt gut. Jetzt sind wir zwar vor der neuen Saison, aber kurzer Blick zurück auf die alte Saison. Du warst Zweite beim Weltcup in Davos, dann Siebte bei der Tour de Ski, ja, Vierte im Teamsprint bei der WM, knapp an der Medaille vorbei. Wie lautet dein Fazit von der vergangenen Saison? Ja, also ich bin sehr zufrieden mit meinem letzten Jahr auch und klar, die WM, das Ziel ist die große Medaille, das hat leider nicht ganz geklappt, es hat nicht viel gefehlt, aber ja, so ist dann auch einfach Leistungssport und es geht knapp her, mal so rum und wir bleiben dran. Es hat mich sehr, also meine Saison hat mir sehr gut getan, jetzt auch gerade jetzt auch noch für die Zukunft, was kommt, das motiviert mich wahnsinnig, mir macht das Training wahnsinnig viel Spaß und ich freue mich einfach auch, dass, ja, man merkt einfach, dass es auch vorwärts geht dadurch und ja, ich freue mich auf die nächsten paar Jahre und hoffe, dass ich noch viel meine Ziele erfüllen kann. Jetzt habt ihr heuer einen neuen Trainer bekommen mit dem Thorsten Driven, ist ein Norweger. Wie kommst du mit ihm zurecht und wie liegt dir seine Art? Ja, also ich komme sehr gut mit ihm zurecht. Also nee, ist wirklich angenehm mit ihm zum Arbeiten, es macht echt Spaß und klar, ist eine andere Mentalität, aber ich finde, es tut uns ganz gut und ja, es ist ein frischer Wind und wir haben alle ganz viel Spaß auch mit ihm. Wie verlief insgesamt deine Vorbereitung auf die neue Saison? Was sagen die Testergebnisse? Ja, ich habe jetzt gar nicht so extrem geschaut, sage ich mal. Ich bin gut durchgekommen, das Training läuft gut. Ich bin eigentlich schon sehr zufrieden und klar, man hat den einen oder anderen Tag, wo es vielleicht auch mal nicht so gut ist, aber ich denke, das ist auch ganz normal und bei mir ist es auch dieses Jahr so, ich schaue jetzt nicht so extrem, wie liege ich jetzt und wie war es letztes Jahr oder vor 2 oder 3 und klar, ich habe ein gutes Gefühl und da muss ich jetzt nicht wirklich dann alles auf die Goldwaage legen und gerade dieses Jahr auch gar nicht, weil es einfach ein Zwischenjahr auch für mich ist und ich versuche eine gute Saison zu machen und am Ende raus auch wirklich so meine stärkste Leistung dann auch nochmal zu bringen. Das ist eigentlich so dieses Jahr mein Ziel. Du hast es angesprochen, es ist eine Zwischensaison ohne Olympia und WM. Worauf hast du dann deinen Schwerpunkt gelegt oder wo soll es am besten laufen? Ja, also klar, natürlich auch die Tour de Ski. Hoffe ich, das ist mein großes Ziel auch, die WM in der Weltcup in Oberstdorf freut mich natürlich da wahnsinnig auch wieder zum Starten und ja, wie gesagt, allgemein eine gute Saison zu machen und am Ende raus eben so die bessere Leistung zu bringen und ja, das sind mein Saisonziel. Jetzt warst du letztes Jahr Zweite in Davos, haben wir angesprochen, die Einzige, die damals vor dir war, die Marit Björgen, ist dieses Jahr nicht mit dabei. Du weißt, worauf ich anspiele, oder? Wie realistisch ist ein Weltcup-Sieg für dich? Ja, es ist natürlich schon schwierig, klar. Es muss alles passen. Und ja, ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, sonst würde ich das auch nicht mehr machen hier. Aber wie gesagt, es muss alles passen. Und ich war natürlich schon an dem Tag auch überrascht, dass heute der Tag war, wo wirklich alles passt hat und wo ich selber ins Ziel gekommen bin, wo ich mir dachte, wow, geil, wie locker bin ich heute eigentlich gelaufen. Also ich habe auch nicht groß irgendwie was anderes gemacht wie sonst auch und es ging einfach und ja, schauen wir mal, was drin ist. Wir wünschen dir auf alle Fälle diese Saison viele solche Tage und ja, alles Gute. Danke dir. Ja, danke.